Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 2. Heute geht es weiter. Wir müssen jetzt oben, beziehungsweise wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal, wir gehen den Weg zu... Ne, wir können gar nicht zurück. Stimmt, fällt mir jetzt erst auf. Wir kommen nicht mehr in die Eingangshalle. Egal, was wir aktuell machen. Weil hier kommen wir nicht in die andere Richtung. Wir haben hier noch keinen Peak-Schlüssel. Das heißt, wir müssen hier oben durch. Aber ich hätte doch hier dieses Teil hier übersehen können, oder? Das Ventil. Was hätte ich denn dann gemacht? Wobei, vielleicht geht's oben im dritten Stock schon über die Bibliothek zurück. Das weiß ich ja noch nicht. Aber ja, aktuell würde ich sagen, nehmen wir die Waffe. Ich weiß es gar nicht, was am intelligentesten gerade wäre. Ich weiß nur, ich habe, glaube ich, aktuell so ziemlich gegen alles an Viechern, was ankommt, eine einigermaßen vernünftige Strategie. Naja, hier war ja noch das Kombinationsschloss, was wir nicht aufmachen konnten. Aber... So. Immerhin kommen wir jetzt hier weiter. Ja. Und das müssen wir auch nicht mitnehmen. Das ist gut. Oder auch nicht, je nachdem, wenn man fragt. Ist hier was? Erstmal schön unter die Dusche. Das, also ganz ehrlich, da würde ich echt Chapeau dem Spiel sagen, wenn dadurch Claires Kleidung tatsächlich so einen Nässeffekt bekommen würde. Ja. Auch wenn du jetzt aufstehst, du bist nur ein normaler Kackzombie, das ist nicht irgendwelche Regung wert. Im Duschraum ist... Achso, ja, da zählt hier noch das Kombinationsschloss dazu. Okay, ja, das ist schon mal nicht so geil. Wir haben übrigens kein Kampfmesser mehr, von daher... Moment, habe ich das Kampfmesser nur nicht mitgenommen, weil ich dumm bin, oder... Ich werde nun mal zurückgehen. Erstens, ich glaube, ich bin dumm und das Kampfmesser wartet unten auf mich. Und zweitens, ich glaube, dass, hier wir gleich Inventarplätze brauchen, weil wir kommen ja gleich zu dem Büro der Stars, beziehungsweise da, wo wir halt den Star-Dongle oder Stars-Dongle, um genau zu sein, verwenden mussten im ersten Durchgang. Und ja, ich denke, es ist klar, dass sich immer alles auf den ersten Durchgang bezieht, wenn ich sowas sage. Wir könnten rein theoretisch, könnten wir schon was machen. Aber ich werde einfach mal das hier kombinieren, ganz einfach, weil ich lustig bin und weil ich mal sehen möchte tatsächlich, was das macht. Das stand da übrigens auch vor dem Kombinieren, dass es Säuregranaten gibt. Das finde ich ja ganz interessant. Das heißt, wir haben 6 Brand- und 3 Säuregranaten. Okay. Ja, und wir haben aber kein Messer. Wunderbar, ich würde sagen, wir sind doch ideal ausgerüstet. Und ja, ich weiß nicht, ob das Rennen tatsächlich irgendwie die Zombies zum Aufstehen bringt oder so, aber... Was es eventuell macht, ist, dass es den Tyrant unlockt. Und das, ja, nö. Also Licker hört man im Normalfall ja vorher, bevor sie zum ersten Mal tatsächlich erscheinen. Schon wenn ich hier reingehen würde, würde ich jetzt hier schon hören. Oder was ähnliches, sagen wir mal. Ja. Ich hoffe nur, der kommt nicht auf einmal da raus. Okay, hier geht's rein. Okay, cool. Kraut. Schauen wir mal, ist hier nochmal ein Erste-Hilfe-Spray drin? Ist es? Ich nehme es aber erstmal nicht mit. Genauso wie das. Wir schauen uns erstmal alles an und müssen dann schauen, was wir am besten womit kombinieren können. So, noch mehr Säuregranaten.
Oh, Blendgranate, die können wir dir kombinieren. Das ist cool. Hier können wir Armory Door natürlich. Fail to Authentify. Ja, hier, bla. Und hier brauchen wir den USB-Dongle. Das heißt, wir brauchen doch großteils dasselbe. Oh, eine Batterie. Mhm. Das ist interessant. Aber erstmal das hier. Internes Memo. Interne Bürobedarfs. Tresor, drei Zahlen, Schloss ins Büro. Okay, das heißt, wir können das Büro jetzt aufmachen. Vielleicht ist ja da sogar der Peak-Schlüssel drinnen. Wir haben hier definitiv vier Sachen, die wir nicht kombinieren können. Das heißt... Und keins davon ist Kraut. Das heißt, ich nehme mir erstmal die Batterie mit, weil ich glaube, dass die am sinnvollsten ist. Standard 9 Volt Batterie. Wir können uns die auch nicht besser anschauen oder irgendwie... dann nehme ich einfach mal das Heilungsspray mit. Wobei... Ich weiß ja nicht, ob da vorne in den Räumen noch irgendwie was Gutes liegt. Falls da der Peak-Schlüssel liegt, will ich den definitiv zuerst mitnehmen. Also ja. Der Sturm draußen macht mich echt ein bisschen fertig. Bleib zurück! Nein! Kann hier nicht zumachen, oder? Ich glaube, er kommt gleich, aber ich glaube, wir können ihn hier umlenken. Das kommt weg. Das behalte ich sicherheitshalber. Das hier kommt auch weg. Boah. Boah, ich weiß echt nicht, wo wir das nochmal brauchen können. Ich sag mal, es kommt weg. Ich werde es wahrscheinlich gleich bereuen, aber... Ich höre kein Poltern mehr. Doch, ich höre Poltern. Ich weiß halt nicht, ob er hier tatsächlich rein kann. Wenn nicht, wäre das A gut und B aber auch schlecht. Weil wir wollen garantiert in eine der beiden Türen. Oder wir wollen in Stock 3. Ob ich nicht zuerst Stock 3 anschauen soll. Wobei, was war nun mal in Stock 3? Hier war definitiv die Bibliothek mit der Peak-Tür. Also der untere Teil. Hier war... Genau, da war hier diese Einhornstatue oder Mädchenstatue oder irgendeine Statue, nur in einem einzelnen Raum. Und hier war eine Tür mit einem Herzschlüssel, die wir nie geöffnet haben. Das wird wahrscheinlich dasselbe sein. Hier kommen wir eventuell durch die Bibliothek wieder. Wobei, nee, wir kommen so nicht in die Eingangshalle, weil wir den Peak-Schlüssel nicht haben. Das heißt, wir gehen in den dritten Stock. Muss ich kurz warten, bis der eventuell da vorne ist. Ich werde sich jetzt aber vielleicht nochmal speichern. Ganz einfach, weil der fucking Tyrant wieder da ist. Ich hasse ihn so sehr. Okay, ja, geh nur. Geh nur weiter. Dann gehen wir eventuell doch erst. Fuck my life. Wenn er mich halt hier cornert, bin ich so gefickt. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gefickt ich bin.
Ich hoffe mal inständig, hier ist kein Licker. Weil Tyrant und Licker im selben Raum wären irgendwie... Also ganz ehrlich, das geht echt zu weit. Oh, hier ist aber Cargo-Tür, die ist... Moment, sag nicht... Sag nicht, wir haben den Cargo-Schlüssel doch in der Leichenhalle mit Leon unten gefunden. Sag nicht, dass hier war auch eine Cargo-Tür bei Leon, weil dann hätten wir definitiv, bevor wir mit Ada rausgegangen sind, nun mal hierher kommen können und wahrscheinlich uns hier irgendwas Geiles geholt. Fuck. Okay, hier ist das. Ich weiß nur nicht, wie viel mir das jetzt bringt. Wobei, wir kommen immerhin in die Bibliothek. Vielleicht ist da diesmal ist der Peak-Schlüssel. Haben wir nicht sogar die Möglichkeit, das schon jetzt hier zu machen? Weil hier war doch... Du bist hier dies... Einhorn. Einhorn. Das Einhorn ist so Jungen plus Waage. Also Jungen plus Waage. Und jetzt einfach... Nö. 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 So ist es richtig. Gut, Einhornmedaillon. Sehr gut. Der Tyrant kommt, oder? Der Tyrant kommt 100 pro. Ja, er kommt! Nein! Friss Blendgranate! Okay, aber das Gute ist... Der Tyrant kommt hier nicht hoch. Hier haben wir wieder das mit dem Wagenheber. Aber das Geile ist, wir können den Tyrant austricksen. Das nicht so Geile ist... Wobei, wir können ihn jetzt erstmal ein bisschen im Kreis locken. Wir haben noch nicht das Ding. Das heißt, wir müssen ihn einmal im Kreis locken und dann müssen wir idealerweise in den dritten Stock so schnell abhauen, dass er nicht nachkommt. Die Sachen werde ich mir wahrscheinlich nicht holen können. Da werde ich wahrscheinlich nicht genug Vorsprung haben. Ah ja. Genau, hier ist nämlich ein rotes Buch. Achso, Moment. Ne, hier ist die Peak-Tür, okay? Ach, egal. Fuck it. Nein! Oh, hier ist... Wobei... Ach, Ja, genau. Ja. Der nächste Raum, wo wir ihn wirklich mit einiger Sicherheit abhängen können, ist nun mal der Speicherraum. Deswegen werde ich da jetzt nochmal zurücklaufen. Weil ich glaube nicht... Ich weiß nicht, ob er uns jetzt hier hört. Zur Not... Was? Ja, fick dich, Objekte untersuchen. Ich weiß schon, also, dass er das beim zweiten Durchlauf immer noch macht, weil ist echt scheiße, aber... Gut, Blechdose. Und drinnen ist... Wichtiger Film. Löwenstatue. Fuck my life. Okay, das rote Buch, da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht hinkommen. Das war nämlich... Ja, nee, da kommen wir definitiv später eher hin. Das hier werde ich auch mal verstauen, weil dafür brauchen wir alle.
Wobei in der Haupthalle war kein Ding, also wenn wir da vorbeikommen, können wir das durchaus. Ich will jetzt einfach mal hoffen, dass er nicht direkt hinter mir steht, sondern ich hier erstmal schön den Film hier entwickeln kann. Gut. Ausgerüstet ist es. Okay, er geht wieder weg. Gut, aber das heißt, hier brauchen wir den Wagenheber und hier haben wir sicher noch irgendwas übersehen. Aber ich weiß aktuell nicht was. Und da wir aktuell wenig Muni haben und so. Und... Oh, ich hätte versuchen sollen, die Tür hier aufzumachen. Wobei ich glaube, über den dritten Stock, über die Treppe zu gehen, ist, glaube ich, sinnvoller. Und wir überspeichern direkt den Speicherstand von vorher nochmal. Ich weiß gar nicht, wir sind jetzt Warnung, ob uns der Tyrant instant töten kann. Okay, er geht weiter weg, wie es aussieht. Ich hoffe mal, er ist nicht irgendwo hier oben. Geht. Der hat sich halt an, als würde er direkt neben mir stehen. Er ist da unten, aber ich weiß nicht, ob er uns schon gesehen hat. Ich gehe einfach mal ganz langsam weiter. Bloß keine Eile. Jetzt hat er uns aber. Willst du mich verarschen? Wie viele Schüsse hältst du denn aus? Der Peak-Schlüssel. Egal, wir müssen weiter. Fuck. Okay, hier, okay, aber das ist nur das gewesen. Nein, das ist er, oder? Ja, ist er! Nein, 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 nein. Ja! Dann bye-bye, Messer. Falsche Richtung! Nein, 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 nein! Ho, 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 ho! Also, ich bin schneller als er, aber... wenn mich halt irgendwas auffällt, dann doch nicht. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir machen das über das Büro Westside, oder? Genau. Wir laufen nochmal sicherheitshalber hier runter in den Speicherraum. Allein um zu testen, ob er hier rein kann. Wenn er rein kann, rennen wir um den Tisch rum. Wenn nicht, dann... Ja, holy shit, ich bin echt so im Arsch geistig schon. Nach 5 Minuten gefühlt. Da wir jetzt zum Ding kommen, werden wir das schon mal rausnehmen. Und das auch, weil wir rein theoretisch relativ bald dorthin kommen. Das mit der Batterie wird dauern, nehme ich an, genauso wie der Rest. Wir haben nicht 2 Schießpulver, das heißt... Okay, ich glaube, er kommt tatsächlich nicht hier rein. Oder er hat uns bis jetzt einfach noch nicht gefunden, weil ich zu weit weg war. Aber ich glaube, er kommt hier nicht rein. Hier, da können wir garantiert darum gehen auch. Und ich glaube nicht, weil er hat ja gerade aufgemacht, also ich glaube nicht, dass hier eine verschlossene Tür ist. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben möglichst viele Optionen. Genau, dann gehen wir jetzt ins Büro Westseite, da haben wir jetzt den Code. Ich werde mir den Code jetzt schon sicherheitshalber mal anschauen, falls wir gleich wirklich rennen müssen. Okay. Oh, die Kombination ist aber, glaube ich, dieselbe, oder? 9, also es ist immer links, rechts, links. Es ist 9, 15, 7.
Hollilo! Okay, jetzt sehen wir definitiv, ob er hier rein kann. Er kann nicht hier rein. Okay, das ist sehr, sehr gut zu wissen. Holy shit, alles ganz ehrlich, ich bin grad... Das Problem ist, wenn er jetzt hier die ganze Zeit auf der Ebene bleibt, bin ich ein bisschen am Arsch. Und da wir jetzt einiges machen werden, werde ich direkt nochmal überspeichern. Fuck it. Weil ein Medaillon haben wir. Die Löwenstatue können wir jetzt auch lösen. Es ist echt nur die Frage, sollen wir vielleicht nach oben gehen und hier über oben und die Bibliothek lieber? Und dann von der anderen Seite. Also ich werde jetzt schauen, wenn er mich wieder hier erwartet. Wie war es nochmal? Hier 9, 15, 7. Okay, also entweder ist in dem Raum, dann laufe ich gleich raus. Ja. Okay, dann laufen wir halt oben rum. Dann können wir uns vielleicht auch das Messer zurückholen, wenn wir ihn bis dahin abschütteln. Was ich nicht für realistisch halte, aber... Ich glaube, ich verschwende hier nur Zeit. Ich glaube, er hört... Alter, wie viel Muni halten die Zombies denn gerade aus? Das kann doch echt nicht wahr sein. Die halten 100 Schuss aus. Oder zumindest 5. Okay, wir müssen sowieso noch irgendwann mal dort lang. Okay, hier kann ich ihn rein theoretisch rumlocken. Ich muss jetzt echt nach solchen Sachen immer Ausschau halten, wo ich ihn rumlocken kann. Ich hab echt Akt. Und da ist er. Okay, aber wir sehen hier anonyme... Okay, ja, wir müssen die zünden, das wissen wir ja schon. Da lang. Wehe, das geht nur von der anderen Seite auf. Okay, geht's nicht. Gut. Jetzt nur nicht bitte hier von den Zombies gefickt werden. Schaut gut aus. Okay. Nice. Oh Gott, das ist jetzt hier echt ziemlich arschig. Aber gut, hier... Was haben wir denn hier im Aufenthaltsraum noch übersehen? Keine Ahnung. Aber wir kommen hier zumindest jetzt ausnahmsweise durch. Also wir haben eigentlich schon ziemlich... Also außer hier mit der zugeketteten Tür. Oh nee, da mit dem Tyrant, das wird ja auch noch lustig. Durch den Lickergang an einem Fenster vorbei und in einen Raum, wo ich wahrscheinlich ihn nicht irgendwie umgehen kann. Das wird lustig. Gut, aber da wir ihn hier umgehen können, ah ja, habe ich den eigentlich schon, ich habe den noch nicht untersucht, Pickschlüssel. Aber hier können wir ihn zumindest ziemlich easy umgehen. Also vorausgesetzt, okay, wie war's? 9, 15, 7 oder 7... Nee, ich glaube, es war 9 nach links. Dann 15 nach rechts. Und zum Schluss 7 in die Richtung. War richtig, okay. Oh, das ist gut.
Okay, er chillt garantiert in der Eingangshalle. Aber wir kommen jetzt hier durch. Wir kommen nur da noch nicht durch. Das ist okay. Jetzt ist die Frage, zurück in die Dunkelkammer hilft nicht. Hier in den Duschraum, wir kennen die Kombi nicht. Hier hoch können... Also wir holen uns das Messer wieder und töten den Zombie endgültig, sobald wir hier die Kombi haben. Hier brauchen wir C4 in der Bibliothek. Liegt noch irgendwas, was aber hoffentlich nicht wichtig ist, sondern nur irgendwie Muni oder sowas. Hier kommen wir, holen wir uns das zurück, sobald wir entweder die Kombi oder den Schlüssel haben oder wir in die Bibliothek gehen. Hier kennen wir noch nicht, aber hier die Peak-Tür können wir schon mal aufmachen. Ja, ich glaube, hier die Peak-Tür, das eine aufmachen. Gut, wir können vielleicht runter. Aber nee, ich glaube, Peak-Tür aufmachen ist so ziemlich das Beste, was wir gerade können. Oder wir gehen tatsächlich und holen uns die Stars, den Stars-Raum. Jetzt, wo wir ein bisschen mehr Dinge haben. Wobei, wenn ich schon mit den Holzbrettern bin, laufe ich vielleicht dahin, wo ich aufschneiden kann. Ich glaube, das mache ich. Aber zuerst gehe ich nochmal hier lang und speichere nochmal. Ich weiß, für den manchen speichere ich deutlich zu oft, aber eines dürft ihr nicht vergessen... Ich habe auch gleichzeitig Schiss, weil, also im zweiten Durchlauf, also selbst wenn es Veteran ist, wenn Veteran halt nur mehr Muni kostet und nicht andere Events macht, aber wenn ich jetzt nochmal Leon erster Durchlauf Standard oder Veteran, falls sich nichts ändert, spielen würde, würde ich sicher unter 25 kommen, wenn ich privat spiele vielleicht unter 10 oder an die 10, weil ich halt einfach nicht beachten, beziehungsweise weil ich einfach weiß, was genau kommt. In der Eingangshalle fehlt uns das Löwenteil. Okay, nee, ich glaube, es ist das Intelligenteste, wenn wir hochgehen, Stars, Bibliothek durchschauen, Eingangshalle runter, Empfang und hier und idealerweise kommt der Typ uns nicht großartig in die Quere. Das ist mal so der Wunschtraum. Ich will nur immer schauen, wenn ich aime, wie viel Muni wir haben. Weil wenn ich das hier mache... sehe ich nicht, wie viel Muni ich habe. Gut, dass der Tyrant glaubt, also ich hoffe zumindest, dass er das Türklacken nicht hört. Okay. Trotzdem nicht unbedingt Zeit verschwenden. Falls er jetzt hier ist! Ihr habt's gewusst! Ihr habt's gewusst! Das ist eine sehr ungünstige... Nein, bitte töte mich nicht, bitte töte mich nicht. Okay, ich habe keine Heilung dabei, das ist sehr schön. Ah doch, ich habe das Heilspray dabei, okay. Ich schaue mich jetzt hier unten um, wenn ich schon mal kurz die Möglichkeit habe. Hier war das, hier war das, okay. Hier ist nix. Oh. Okay, nee, ich glaube, das Einzige, was ich hier brauche, ist der Wagenheber und ich kann das schieben. Ich glaube, dann war hier alles erledigt. Aber jetzt hier durch den Lickergang zu laufen, fällt mir gerade übrigens auf. Egal. Wir schauen uns erstmal das hier an. Ich hoffe, das kann ich jetzt machen. Hier das Löwenstatue. Krone... Nee, es ist mir gerade zu unsicher. Der ist nämlich wirklich direkt an meinem Arsch dran. Ich laufe mit dem einmal die Runde, um mehr Distanz zu gewinnen. Und jetzt werde ich das machen. Es war mir gerade einfach zu nah. Was sind das auf einmal für Geräusche?
Krone, Feuer, Friedenstaube. Krone, Feuer, Friedenstaube. Okay, und her damit. Gut, dass wir einen Platz genau haben. Oh, jetzt ist aber echt die Frage, wo gehen wir lang? Gehen wir in den Lickerraum? Ich meine, haben wir wirklich eine andere Wahl? Ich meine, wir können hier... Oh, hier ist übrigens... Oh, wow. Geil. Ja gut, dann... Was? Wo kommt ihr denn her? Okay, wir setzen erstmal das hier ein. Und das hier ein. Okay, jetzt haben wir das auch einzeln. Jetzt werden wir das längere Zeit so sehen. Aber jetzt glaube ich... Oh, hier ist immer noch... Ach so, ja klar, hier den Erste-Hilfe-Spray. Du mein, tötet der gerade die Zombies? Ich glaube, er hat tatsächlich gerade einen getötet. Moment, ich muss jetzt kurz überlegen. Hier lang gehen in den Pausenraum vielleicht, dass er mich in Ruhe lässt. Eine Option. Über die Feuerleiter hochgehen. Ich weiß nicht, ob das so ganz funktioniert. Weil sonst wäre hier der Pikschlüssel irgendwie unnötig. Also ich glaube, hoch Pikschlüssel ist das Intelligenteste. Ich glaube, es ist wirklich das Geschickteste. Aber was wir tatsächlich machen, mir fällt nämlich gerade auf, die Folge ist hier zu Ende, sehen wir beim nächsten Mal. Und holy fuck, dass wir jetzt hier die ganze Zeit von einem Tyrant so gejagt werden, ist für meinen Kreislauf, glaube ich, nicht das Allerbeste. Wenn er uns übrigens aber so Arsch ist, dann werde ich hier sicher nicht durch den Lickerraum kommen. Vor allen Dingen, wenn ich nicht irgendwie Granaten oder irgendwas habe. Wobei ich könnte... Und ich habe nicht genug Muni, um ihn zu downen für die halbe oder Minute, die er dann down bleibt. Von daher... Nee, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir hier den Plan ausarbeiten. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.